Warte. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grate. Heute werde ich euch zeigen, wie man diese wunderschöne Forelle perfekt auf dem Gasgrill zubereitet, ohne dass sie euch anbrät und sie eine richtig schöne Kruste bekommt und innen schön saftig fleischig ist. Los geht's! Zuallererst einmal, was ist eine frische Forelle und wie erkenne ich das? Da gibt es mehrere Methoden. Eine Methode ist, ihr nehmt euch diese Forelle und haltet die einfach mal so in der Mitte fest und schaut mal, ob die sich durchbiegt. Eine richtig frische Forelle, ihr seht das hier, die ist richtig fest fleischig, die biegt sich nicht, sondern die ist wirklich hier so, wie sie ist, ganz stocksteif. Das hier ist jetzt eine Forelle, die haben wir selber gefangen heute Morgen. Wir waren heute mit der Familie angeln. Ich habe nur Karpfen und Aale gefangen, aber mein Vater hat auch eine Forelle gefangen und das ist diese hier, die durfte ich ihm stibitzen für dieses Video, damit ich euch das heute zeigen kann. Ein weiteres Indiz für eine frische Forelle ist, ihr schaut euch die Augen an. Die Augen bei der Forelle, die müssen ganz klar sein, die dürfen noch nicht so milchig sein oder eingefallen sein, sondern ganz runde, ganz klare Augen bei der Forelle. Und wenn ihr auf die Forelle mal drauf drückt, auf das Fleisch, das darf sich nicht so weich eindrücken lassen, sondern es muss richtig schön fest sein und da darf keine Delle im Fleisch drin bleiben, sondern es muss sich jedes Mal wieder so zurückbilden, wie die Forelle das ist. Und das nächste Indiz ist der Geruch. Wenn die Forelle nach Fisch riecht, wenn ihr daran riecht und es riecht nicht nach Wasser oder nach Meer, je nachdem, worin die Forelle geschwommen ist, sondern es riecht nach Fisch, dann ist der Fisch nicht frisch. Was brauchen wir also zur Zubereitung? Wenn wir den Fisch haben, dann ist es immer ganz wichtig, entweder der ist schon ausgenommen oder ihr nehmt den selber aus. Wenn ihr den ausnehmt, schaut vor allem drauf, dass ihr die Gallenblase vorne nicht beschädigt. Diese Gallenblase, wenn da so eine gelbe Flüssigkeit rausläuft, die macht euch das Fleisch einfach sehr bitter und dann schmeckt der Fisch oder die Forelle eben nicht mehr so gut. Genauso habt ihr hier hinten im Rückgrat von der Forelle so schwarz hier hinten, das ist die Niere von der Forelle. Die müsst ihr wirklich komplett ganz rauskratzen, dass die ganz weg ist. Dann habt ihr das geschmacklich beiseite und dann ist die Forelle schön gesäubert. Unter klarem Wasser einfach abspülen und dann trocken tupfen und dann könnt ihr starten. Was brauchen wir neben der Forelle? Was wir brauchen ist, oder einmal ein Grundsatz für eine Forelle ist, die 3 S. Säubern, säuern, salzen. Zum Säuern nehmen wir Zitrone. Zum Salzen nehmen wir natürlich Salz und dann brauchen wir auch noch Pfeffer. Ja, Pfeffer nur ein bisschen, einfach um den Geschmack abzurunden. Und ich packe jetzt hier in die Forelle noch ein bisschen Rosmarin ein. Ihr könnt andere Kräuter verwenden, Rosmarin verwenden oder gar keine Kräuter verwenden. Bleibt euch überlassen. Und dann braucht ihr noch ein Öl. Irgendein Öl, womit ihr die einreiben könnt, damit die nicht festbackt. Und ich zeige euch heute einen super Tipp. Ich nehme heute nämlich kein Öl, sondern ich nehme heute Mayonnaise. Und damit zeige ich euch, wie ihr eine richtig schöne Kruste an die Forelle bekommt, ohne dass die Forelle nachher irgendwie nach Mayo oder sonstigem schmeckt, sondern die behält ihren Geschmack, aber ihr bekommt eine schöne Kruste und sie backt nicht am Grillrost fest. Wie immer möchte ich euch an dieser Stelle bitten, wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch ein Like da und vor allem einen Kommentar. Das würde mich sehr unterstützen, dass dieses Video mehr Menschen angezeigt wird und ich damit mehr Menschen erreichen kann. Und wenn euch generell der Content hier auf diesem Kanal gefällt, dann lasst mir doch auch ein Abo da. Ich danke euch schon mal. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Die Forelle ist bereits ausgenommen und gesäubert. Das heißt, wir fangen jetzt an mit dem Salzen. Dafür nehme ich mir einfach ganz handelsübliches Meersalz und damit bin ich absolut nicht sparsam. Mit dem Salz wirklich ordentlich salzen. Die kann das vertragen, vor allem die Hautseite. Kommt nachher natürlich darauf an, wollt ihr die Hautseite mitessen oder nicht, aber hier kann ordentlich Salz dran. Seid damit nicht zu simperlich. So. Dann ganz wichtig, neben der Außenseite natürlich auch die Innenseite salzen. Ich glaube, das machen wir gleich ohne Kamera, weil das kriege ich mit einer Hand hier mit der Mühle nicht hin. Und natürlich beide Seiten. Ich salze auch hier vorne den Kopf, weil hier vorne sind so ein paar kleine Bäckchen, auf jeder Seite eins. Und das ist wirklich richtig schön zartes, leckeres Fleisch. Das ist mein Highlight bei so einer Forelle. Und in der Hoffnung, dass da auch ein bisschen Salz rankommt, salze ich auch da vorne. Dann machen wir jetzt mit dem Pfeffer dasselbe, nur mit dem Pfeffer bin ich nicht ganz so großzügig. Einfach damit wir den Geschmack der Forelle, den Eigengeschmack, nicht so übertünchen. Auch hier von beiden Seiten und innen. Aber eben so, wie es euer Geschmack halt oder euer Geschmacksempfinden ist. Dann schneide ich mir jetzt hier die Zitrone einmal in zwei Hälften. Die eine Hälfte benutze ich gleich zum Draufträufeln, wenn die Forelle fertig ist beim Essen. Und die andere Hälfte, da schneide ich jetzt Scheiben von ab. Die Scheiben halbieren wir nochmal
Und dann kommen die in die Forelle reingelegt. Dazu kommt dann der Rosmarin. Wunderbar. Und dann ist unsere Forelle eigentlich auch schon fertig für den Grill. Dann bereiten wir jetzt den Grill vor. Ich habe zwei Brenner hier auf kleinste Stufe an. Die anderen beiden habe ich aus. Damit haben wir hier ungefähr eine Temperatur zwischen 160 und 200 Grad. 180 Grad circa. Das wollen wir jetzt haben hier gleich für die Forelle. Bevor wir die Forelle jetzt hier gleich aber draufpacken, ist erstmal ganz wichtig, dass unser Gussrost richtig schön eingefettet ist. Das ist die Basis dafür, dass die Forelle gleich hier nicht kleben bleibt. Dafür nehme ich mir einfach hier so ein Trendspray. Ihr könnt aber auch irgendein Öl nehmen mit einem Silikonpinsel und könnt das einfach einpinseln. Und damit sprühen wir hier einmal drüber. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Trick heute und das ist die Mayonnaise. Damit werden wir jetzt mit diesem Silikonpinsel die Forelle hier schön einpinseln. Erstmal von einer Seite. Dafür mache ich hier einfach ein bisschen was drauf. Okay. Ich denke mal, das wird schon reichen. Wir schauen gleich mal. In der Mayo ist natürlich Fett. Viel Fett drin, das heißt, es wirkt ähnlich wie so ein Olivenöl, ist erfahrungsgemäß aber tatsächlich wirkungsvoller, dass das nachher nicht anbrennt und die sorgt dafür, dass es eine richtig schöne Kruste gibt. Dann packen wir die Forelle jetzt so auf den Grill. Schön frisch, wirkt fast, als wäre sie gefroren, aber sie ist heute Morgen gefangen worden. Und jetzt packen wir die mit der Mayo-Seite nach unten hier auf unser Gussrost. Zack. Dann schließen wir den Deckel und jetzt warten wir ca. 8 bis 10 Minuten und dann drehen wir einmal um. Kurz bevor wir wenden, werde ich jetzt einmal schon mal die Haube öffnen und jetzt werden wir auch die andere Seite einmal mit Mayo bestreichen. Wenn ihr das macht, vergesst auch nicht die Flossen. Ist natürlich Geschmackssache, aber für mich sind so richtig schön knusprige Flossen auch so ein richtiges Highlight. Wunderbar. Und jetzt wieder ans Grillrost denken, weil das braucht jetzt auch wieder ein bisschen Fett. Dann kommt jetzt das Friemligste an der ganzen Sache. Ich empfehle euch, ein Pfannenwender zusätzlich zu eurer Grillzange und am besten auch beides. Und dann einfach selber ausprobieren, wie ihr für euch so die beste Technik findet, das so rumzudrehen. Also ihr seht schon, ich komme hier super unter die Forelle rüber, runter. Hopp. Und wir drehen sie einmal rum. Wunderbar, ihr seht, es hat hier nichts festgeklebt. Und wenn ihr euch mal das Branding hier anschaut, bin ich auch sehr zufrieden. Ich nehme an, dass viele sowas hier schon kennen, aber manche vielleicht auch nicht. Das hier ist ein Fischhalter. Das heißt, ihr nehmt den Fisch, Forelle oder was auch immer ihr habt, legt den hier rein, klappt das Ding zu, macht das hier mit so einem kleinen Verschließmechanismus zu und habt dann auch eine super Methode, damit der Fisch eben nicht direkten Kontakt zum Grillrost hast und festkleben kann, sondern ihr könnt den dann hier an diesem Griff einfach hier rumdrehen. Das könnt ihr aus dem Grill raushängen lassen. Es gibt, ne, das ist jetzt eine sehr billige Variante, es gibt noch welche, die haben hier so einen Holzgriff, der etwas länger ist, damit das nicht so heiß wird, dann könnt ihr das wunderbar einfach drehen. Wichtig bei der ganzen Nummer ist einfach auch nur, dass ihr hier vorher auch ein bisschen einfettet, sonst habt ihr zwar den Fisch wunderbar gedreht, wenn ihr das aber nachher hier aufmacht, dann bleibt euch die Haut hier an diesem Teig kleben, dann habt ihr auch keinen Mehrwert davon. Das nur so als kurze Info. Nutzt wirklich die 10 Minuten auf der einen Seite aus, bei 170 Grad circa, von einer Seite wirklich Röstaromen dranbringen, weil je öfter ihr den Fisch dreht, desto öfter habt ihr das Risiko, dass der natürlich festklebt, desto öfter habt ihr das Risiko, dass das Fleisch einfach, ja, dass ihr den zerreißt. Wunderbar, unsere Forelle ist jetzt fertig. Von beiden Seiten 10 Minuten bei ca. 170 Grad Deckeltemperatur. Die Brenner hier bei diesem Grill waren dabei auf niedrigster Stufe. Ich habe sie manchmal so ein klitzekleines bisschen hochgedreht, aber nicht viel. Müsst ihr bei eurem Grill natürlich individuell schauen. Woher weiß man jetzt, wann so eine Forelle wirklich gar ist? Da gibt es mehrere Methoden. Entweder ihr nehmt euch ein Kernthermometer, dann solltet ihr bei so einem Fisch schauen, dass der ca. 65 Grad Kerntemperatur hat. Bei einem Lachs auch Richtung 60 Grad, umso saftiger ist er einfach. Aber das ist natürlich auch wieder ein Stück weit Geschmackssache, wie das bei Steaks eben auch so ist. Aber ab 60 Grad solltet ihr gucken. Höher als 65 würde ich nicht unbedingt gehen, dann wird der Fisch einfach ein bisschen trocken. Wir haben jetzt hier 63 Grad, das finde ich persönlich sehr gut und deswegen werden wir den jetzt runternehmen. Eine zweite Möglichkeit zu schauen, wie der Fisch gar ist, ist, ihr zieht an der Rückenflosse einmal. Und zwar, zack, wenn die so wunderbar einfach hier rausgeht, ist heiß, ohne dass viel Fleisch dran hängen bleibt und ganz einfach sich löst, dann wisst ihr, der Fisch, der ist gar. Ich bin sehr zufrieden. Es ist wirklich sehr schön, knusprig, kross von außen geworden, die Haut ist schön und innen ist es, glaube ich, sehr saftig. Der Saft läuft auch schon so ein bisschen hier raus und wir schneiden jetzt einfach mal an. Ich mache jetzt mal nicht klassisch, dass ich die hier zerlege, sondern einfach mal für euch schneide ich mir hier so eine Ecke raus. Da sehen wir das Fleisch und
Da heben wir es mal so ein bisschen ab. So schaut es aus. Wunderbar gegart. Mm. Es ist so saftig. So kriegt man das in keinem Restaurant zu essen. Das ist wirklich perfekt. Auf den Punkt. Bisschen Zitrone nochmal drüber. Mm. Oh, herrlich. Herrlich. Und jetzt auch nochmal ein bisschen von der Kruste. Genial. So muss Forelle schmecken. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat hier auf dem Video und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video weiterhelfen. Und für euch sind da ein paar gute Tipps bei gewesen, ein paar hilfreiche Informationen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr weitere Tipps oder Informationen für die anderen habt und die in die Kommentare schreibt oder mir einfach ein Feedback da lasst, um mich zu unterstützen. Wie gesagt, auch ein Like und ein Abo würde mir helfen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.